So. Gut, aber dann hat sich das ja jetzt eigentlich auch erledigt. Mann, gib mir nicht um Keks. Das Buch liegt. Gehen jetzt einmal wieder hier raus. Dann können wir gucken, ob uns noch etwas fehlt. So. Mithrilerz haben wir. Herztribunal haben wir durch. Lotushain. Auf der Plattform, auf einer Plattform Südwesten, wo ihr nur mit Sportfreund erreicht, kann ich euch auch gleich zeigen. Das Blitzragummi im Südwesten des Hains kann man nur, kann man über die Treppe aus Seerosenblättern ein kleines Schilfrohr umgeben. Ja, den Blitzragummi haben wir auch. Die Analyse, ich zeige euch aber die Wege einmal. So, hier schiebt ihr den Stein rein, springt dann einmal hier rüber, könnt hier drinnen Blitzra benutzen und bekommt dann, beziehungsweise Blitz, bekommt das Blitzgummi. So, dann weiter im Text. Hier oben auf einer der Plattformen ist die Kiste mit dem mit dem Analysegummi. So, hier hinten, was gemeint ist, ist hier nochmal eine Kiste. Das ist die Kiste mit dem Orichalcum. So, die Dalmatina. Genau, so, da zeige ich euch jetzt auch einmal. So. Alles klar, bis später. Die Dalmatiner sind hier drin. Kommen wir jetzt gar nicht rein, weil Gegner da sind. So. Moment. Das heißt, immer noch schafft. So, erledigt. Ich bin so froh, wenn wir Trotzkopf haben mit Level 70. Na, glaubt ihr mir gar nicht. So. Echt immer noch mehr. Ja, komm, die blöden Magier. Das ist so nervig an denen. Er kommt ja auch nicht wieder runter. Er bleibt halt da oben die ganze Zeit dumm rumhängen. Der auch. Kommt runter. Kommt runter. Komm runter, habe ich gesagt. So komme ich da nicht an dich ran. Oh, seid tot. So. Springt ihr hier durch das Bild? Das ist halt, nachdem ihr die eine Kerze angezündet habt, könnt ihr durch das Bild springen. Hier könnt ihr auch wieder Blitzra benutzen. Thunder. Und dann gibt es die Dalmatiner. So, Lotushain sind wir damit durch. Teebad Partygarten, jawohl. So, hier oben im Teepartygarten ist das Mithrilerz. Hier oben ist das Orisch, die dunkle Materie. Dann ist da oben Dalmatiner und dann steht hier, glaube ich, so noch eine Kiste rum, in der Mithril ist. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag! So,
damit haben wir auch alle Kisten einmal durchgegangen, die im Wunderland sind. Das heißt, auf zurück. Und weiter geht's. Herk ist relativ einfach. So, das heißt, einmal in den Gummijet steigen. So, Heroenplatz. So, wir machen das jetzt Ganze noch einmal. Oh. Einstellungen, Sora, nehmen wir ganz kurz das Gravira raus und packen Eisra rein. Ihr löscht hier alle Flammen insgesamt zweimal. Das erste Mal haben wir schon gemacht. Dafür haben wir das Sanctus-Gummi bekommen. Und für das zweite. Ich war ja auf einmal gelöscht? Nein, gut. Na? So. Hey, hey. Grüßt euch. Na, seid ihr schon wieder da? Sehr schön. So. Wenn ihr hier das zweite Mal alle Flammen gelöscht habt. Danke, Kobi, fürs zweite Mal vorbeischauen. Gibt es eigentlich auch noch mal eine Kiste? Aber das Ganze erst mit Eisgar. Das heißt, wenn unsere Magie sich weiterentwickelt hat von Eisra zu Eisgar, löschen wir die hier alle noch mal und erhalten dann das Shiva-Gummi in einer weiteren Kiste. So, die nächste Kiste wäre entweder hinter dieser oder hinter der Säule da drüben, bin ich mir nicht ganz genau sicher, war eine Mega-Potion drin. Ja, beziehungsweise es sind zwei Kisten. Eine ist auf der und die andere hinter der Säule. Und hinter der anderen ist die Orishalkon versteckt. So, in dieser Kiste war das Heroes drinne, was wir schon bekommen haben. Das steht hier drauf. Ist nach Abschluss des Phil, Pegasus und Herkules Cups im Dreiergespann möglich, was wir ja auch alle drei schon einmal gemacht haben. So, damit haben wir... Alles klar, Kobi, mach's gut! Und danke nochmal für alle fürs Vorbeischauen. Ja, wir werden wieder viel, viel Spaß haben heute. So... Dankeschön. Danke, danke. Ihr könnt gerne wieder öfter vorbeischauen. Habe ich kein Problem damit. So. Gut. So, wir gehen jetzt auf in die Welt von Tarzan in den Deep Jungle. Danke, Lena Klein, für das Abo. So. Gleich kommt nochmal Zip, denn das habe ich nicht ausgestellt. So. Cool. Wir fangen unten im Baum an. Ne, doch nicht. Wir fangen im toten Baum an. Da können wir einmal hoch, einmal hoch. Ja, das haben wir schon gemacht. Das ist somit erledigt. Wir fangen, wie gesagt, im Baumhaus an. Und da ist das zweite Abo von Lena Klein. Danke. So. Ups, das war die falsche Richtung. So. Dip, dip, dip. Hier rüber. So, das ist der Mammutbaum. Kommen wir auch später zu. Aber wenn wir Glück haben und im Baumhaus jetzt die Fungis da sind. Nein, sind sie nicht. Das heißt, wir zonen jetzt einfach mal ganz kurz hin und her, bis die Fungis kommen. Da sind die Fungis. So. Da tun wir direkt wieder in den Einstellungen ändern. Sora, Eisra weg. Dafür kommt Stopp rein und wir machen jetzt mal ganz kurz hier Einstellungen für... Na, scheiß drauf. Machen wir später.
So. Nee, doch nicht. Wir machen die Einstellung jetzt gleich. Sonst machen die mir noch irgendwas kaputt. Angriffsmodus. Donald, Magie benutzt er oft. Angriffe, normale selten. Schildtext benutzt. Moment, Donald. Selten für die Abwehr, oft die Abwehrmagie, selten die Spezialmagie, niemals LP-Items und keine MP-Items. Ja, so, Goofy. Goofy, Schildtechniken oft, Spezialtechniken selten, Hilfstechniken oft, LP-Items im Not und MP-Items hier auch im Not. Hey Karim? So. Gut. Diese Fungis, davon sind drei unterwegs. Die müssen wir mit Stopp versehen und dann. Danke. So. Oh, bitte, 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 lass mich nochmal aus dem Kampf raus. Ich hab zu wenig, alles klar. Könnte sein, dass wir es gleich nicht schaffen. Wir holen uns jetzt als nächstes einen Tropfen. So, da oben ist der nächste Fungi. Stop! So. Er gibt uns jetzt wieder Bubbles! Mana Bubbles! So, den letzten Rafungi haben wir auch schon gesehen. Dafür fliegen wir einmal hier rüber. Und wenn wir die drei in Stopp versetzt haben, dann kommt ein großer lila Fungi, der ist am Tanzen. Und den müssen wir während der Stoppphase so oft es geht treffen. Dafür benutzen wir dann auch gleich Tobsucht. Und je nachdem, wie oft wir es schaffen, ihn zu treffen. Oh. Nein! Nein, 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 nein. So, je nachdem, wie oft wir es schaffen, ihn zu treffen, steigt die prozentuelle Chance. Einmal ist es 20% bei 10 Treffern, dass er einen Kristall, Freudensplitter oder Freudentropfen uns hinterlässt. Und einmal bei 50%, bei 50 Treffern ist es eine 40%ige Chance, dass er sie uns hinterlässt und bei 100% eine 100%ige Chance. Das heißt, wir können insgesamt drei Stück von ihm bekommen. Ja, gib mal, gib mal, gib mal, gib mal. Danke, auf Wiedersehen. Wir benutzen jetzt das Elixier. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung. Und da drüben ist der lila Fungi. Stopp, drauf, ran, Tobsucht. Und draufhauen, draufhauen, draufhauen. Immer draufhauen, immer draufhauen, immer weiter. Amok, Amok, draufhauen, weiter draufhauen. Tobsucht, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Tropfen dabei war. Werden wir gleich sehen. Ich gucke es mir ganz kurz im Stream nochmal nach an. Aha, da ist das Stopp. Wie gesagt, wenn wir gut sind, kriegen wir 100 Schläge hin. Kann aber auch sein, natürlich, dass wir das nicht hinbekommen. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz, wie viele Schläge das waren. Es geht sofort weiter. So. Touch, 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 11. Ah, wir haben es nämlich nicht gekriegt. Wir haben es 11 Mal geschafft. Ja, gut. So, Kisten im tiefen Dschungel. Auf der Außenseite des Baumhauses ist eine Mega Potion. Die ist hier in dem Gebiet. Dann auf dem Dach des Baumhauses ist eine Protestkette, von der wir das erste Mal abgesprungen sind, wo wir mit der Leiter hochkommen. Auf dem kleinen Boot, wo gerade der Fungi war, finden wir ein Mithril. Ja. Und Entschuldigung, die Mega Potion war hier unten. So. Totenbaum. Ja, Sora, das machst du sehr gut.
So, am Totenbaum gibt es eine Kiste mit dem Mega-Ether und ich muss mich nochmal ganz kurz verabschieden. Ich muss einmal ganz kurz auf Toilette. So, entschuldigt, dass ich weg war, da sind wir auch wieder. So, weiter geht's im Text. So, so, Totenbaum, genau. So. Hier gab es dann... Ach, bitte nicht wieder die falsche Seite rausgehen. So, Totenbaum. Hier gab es eine Kiste mit einem Mega-Ether, Entschuldigung. Mega-Ether und drüben was mit Mithril auf dem kleinen Boot. So. Am Dschungeleingang. Schipp, einmal runter. Brauchen wir nicht mitnehmen, haben wir eh schon alles gemacht. Ja. So. Runtergegrindet. Oh, diesen Ast können wir umgehen, den auch. So. Und damit sind wir dann auch gleich hier raus und haben sogar einen neuen Rekord aufgestellt für die Bahn A. So. So. Wir machen sie einmal ganz kurz alle weg. Egal. So. Gehen wir weiter. Hey, das wollten wir nicht haben. So, Felsklippe. Ja, ich weiß, es ist nicht der Dschungeleingang. Wir wollten zwar zum Dschungeleingang, aber... Wein. Wir fangen an am Wasser. Ganz einfach. Ich jetzt gerade so beschlossen, ganz spontan. Wir fangen am Wasser an. Am Wasserfall. So. Hinter dem Wasserfall gibt es 1, 2, 3, 4 Kisten. Ich weiß nicht genau, wo sie alle sind. Ich habe es auch nicht mehr auf der Liste stehen, wo sie sind. Aber sie sind alle hier über die Plattformen verteilt. Da sind einmal drinne ein Orichalkon, dann ein Mithril. Dalmatiner 31, 32, 33 und ein weiteres Mithril-Erz. So, also, wir gehen hier jetzt einmal wieder raus. So, auf dem höchsten Punkt in diesem Gebiet gibt es eine Mega-Potion und ein Mithril-Erz. Und... Der höchste Punkt ist, soweit ich mich erinnern kann, da drüben. Und die haben wir auch schon mitgenommen. Wenn es nicht noch einen höheren Punkt gibt, das werde ich jetzt einmal ganz kurz überprüfen. Gibt es nicht. Das ist der höchste Punkt. Hier kommt man nicht hoch. Gut. Weiterspielen. Ja, wie ihr seht, ich kümmere mich halt gerade nicht um Gegner, weswegen ich halt auch des Öfteren mal sterbe. So. Im Zelt selber gibt es auch ein Mithril-Erz. Wir werden hier jetzt nochmal versuchen, den seltenen Gegner zu machen mit dem seltenen Loot. Oh. Stopp.
Ah, den ist kalt. Moment. Nein, der ist nicht kalt. Wollten die denn jetzt haben? Wollen die Eis? Hey, war der falsche, ich weiß. Ist okay. Ach Gottchen. Deswegen am einfachsten sind die oben. So. Moment. Mal ganz kurz ins Zelt rein, um zu checken, wie das Gebiet hier heißt. Das gehört auch nochmal zum Zelt. Wie gesagt, hier gibt es in einer Kiste ein Mithrilerz. Und ich wollte eigentlich ja, er ist da. So, dem gibt es einen kleinen Trick, zeige ich euch jetzt. Ihr nähert euch dem, dann legt er auch schon los. So. Guckt, welcher sich bewegt. Der bewegt sich. Ja. So. Verdammt, ich bin zu weit hinten. War nicht weit genug hinten. Es muss aber einer von denen sein. Ja, ich weiß, war nicht richtig. Okay, wäre der ganz rechts gewesen. So. Der bewegt sich. Ganz da links und er ist jetzt in die Mitte gegangen. So, Randa. Nein? Okay, war wieder der falsche. Verdammt. So, folg ihm jetzt. Es ist der da hinten, im Hintergrund. Da. Diesmal ist er in der Mitte. So, der ganz links. Da hinten. Da. Da. So, er ist in die Mitte geflogen. Na, nein, ist er nicht. Dann war es der. Okay. Doof. Okay, ist der zweite von rechts, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja, ich hatte recht. So, gab es schon Donnertropfen? So, es ist der zweite von links. Er ist dahin, ganz hinten links. So, er geht. Es ist der, der uns anguckt quasi. Und er ist jetzt genau da gelandet. Zack. Und da waren wieder Donnertropfen dabei. So. Ah. Ich glaube, es ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist der. Nein, es war der. Ich habe ihn verloren. Gut, nicht so schlimm. Wir haben ein paar Donnertropfen mitgenommen. Oh, Felsklippe. Da wollte man nicht hin. So. Genau. Hier jetzt einmal drüber kurz. Ignorierend, weg. Nilfertümpel. Hier ist eine Kiste. Da sind die Dalmatiner 28, 29 und nein, halt, die Dalmatiner 25, 26, 27 drinnen. So. Dann haben wir es hier wieder grandios. Was schießen? So, rüber. Dann. Kommt schon, Spiel. Lass mich da drauf. Er ist ja gut. So. Auf diesem Baum. Hier. Ist die Kiste mit dem mit der Mega Potion und dann auf einer anderen Plattform, ich glaube das ist die da wo wir vorher drauf waren, also komm
Hopp, 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 hopp. Nein. Hopp, hopp. 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 Auf der hier oder der da hinten ist dann noch einmal ein Meteorgummi. Ja. Gehst du runter, Schwein? Schwein, gehst du runter? Schwein, willst du tauchen? Nein, aber das Schwein will gerade tauchen. Tauch mal bitte wieder auf. So. So, hier an der Liane hochklettern. Das bringt uns in den tiefen Urwald. Im tiefen Urwald. Auf einer der... Auf einer der Plattformen ist auch noch eine Kiste. Ich weiß hier nicht genau, welche es ist. Es ist auf jeden Fall auf einer der Kisten. Oh. Auf einer der Platten findet ihr auch noch eine weitere Kiste mit einer... Lasst mich nicht lügen. Tiefer Urwald, tiefer Urwald, tiefer Urwald. Mit einem Mithril. Gut, Zelt haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dschungeleingang ist da vorne. Die Liane, die wir hochklettern können. Okay, gut, dann war es halt genau andersrum. Jedenfalls in beiden Gebieten jeweils noch eine Kiste. Und diese Kiste beinhaltet halt einmal das Mithril und einmal die Dalmatiner. So, und von hier aus kommen wir natürlich nicht wieder zurück. Also, weiter geht's. So. Einmal ins Zelt rein. Im Gummijet steigen und weiter geht es jetzt in Agrabah. In Agrabah gibt es wieder sehr, 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 sehr viele Kisten. Und zwar sind es insgesamt 34. Die meisten sind aber nicht versteckt. Wir haben auch 90% der Kisten, die wir bisher schon mitgenommen. So. Oh, Aladins Haus. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht genau zeigen, wo sie alle hier stehen. Aber ist cool, ist cool. Aber hier sind insgesamt drei Kisten. Und zwar ist das einmal eine Mega Potion, ein Mega Äther und eine Hütte. So, wir gehen mal ganz kurz in die Wüste. Ja, Teppich, danke. Ich wollte eigentlich nur kurz in den... Egal. Wieder in die Wüste und zurück. So. Im Warenlager gehen wir auch gleich einmal hin. So. Gibt es eine Kiste mit einer Mega Potion? Steht unten oder oben, müsst ihr gucken. Wie gesagt, hier im Gebiet eine Kiste. Hauptstraße. So, da oben sehen wir schon eine Kiste. Diese können wir jetzt natürlich nicht anwählen. Und da ist auch noch eine Kiste. Ja, sehr gut, Spiel. So.
Ah, wir haben gerade nämlich Glück, dass alles soweit auch despawnt. So. Insgesamt gibt es hier auf der Hauptstraße 3 Kisten. Eine ist auf dieser Plattform mit dem Mega-Äther, eine ist da drüben, das wird mit Sicherheit das Mithril sein. Oder die dunkle Materie, nein, es ist Mithril. Und auf einer überdachten Plattform werden wir wahrscheinlich schon geholt haben, gibt es hier auch noch eine dunkle Materie. Ich guck mal mich nochmal von oben aus um, ob ich irgendwas sehe, was wir übersehen haben könnten, aber... Nee, wir haben soweit eigentlich alles gefunden auf der Hauptstraße. Und hier in dem Leben ist nämlich auch ein... Alles klar, wir gehen jetzt zum Palastplatz. Gerade egal, ist zwar nicht in der Checkpoint-Liste drin, so... Okay. So, diese Vase machen wir nicht kaputt. Denn wir haben jetzt gerade wieder das die tolle Möglichkeit, einen speziellen Mithril-Tropfen, der halt random auch in diesen Kisten drin sein kann, in diesen Fässern, wofür wir Touchpoints bekommen. Und hier haben wir eine Protera-Kiste. Kette. So, Palastplatz, genau. Protera-Kette, nur mit Sportsfreund erreichen, die Ability, damit meinen sie wahrscheinlich die hier. Zack, entweder sind da die Dalmatiner, ja, die Dalmatiner sind hier drinne. Und... hier drüben ist ein Spirit-Gummi drinnen. Damit haben wir die drei auch hier. So. Eine Sache gibt es noch, die wir jetzt hier zu tun haben. Und zwar ist das dieses Ding. Mein erschworener Todfeind. Ohne Spaß. Denn... ja, dem können wir nur Schaden machen, wenn wir ihn kontern. So. Ja, aber er macht halt auch viel Schaden. Und ich krieg das mit dem Konter nicht ganz so hin bei dem.